Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Faktenvideo bzw. dem zweiten Faktenvideo auf meinem Kanal. Und heute habe ich 7 Fakten über Grindelwald für euch. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Fakt Nummer 1. In seiner Jugend war Grindelwald ein enger Freund von Albus Dumbledore. Sie trafen sich in Godric's Hollow und schmiedeten Pläne, die magische Welt zu revolutionieren und Muggel zu beherrschen, was sie als größeres Wohl betrachteten. Diese Freundschaft endete tragisch, nachdem Grindelwald in einem Duell verantwortlich für den Tod von Dumbledores Schwester Ariana war. Fakt Nummer 2. Grindelwald besuchte die Durmstrang-Institution, eine Schule, die für die liberalen Ansichten gegenüber der dunklen Magie bekannt ist. Trotzdem wurde er wegen seiner extremen Experimente und Ansichten schließlich von der Schule verwiesen. Fakt Nummer 3. Grindelwald erlangte den Elderstab, einen der drei Heiligtümer des Todes, indem er den Zauberstabmacher Gregorowitsch besiegte und den Stab stahl. Dieser mächtige Zauberstab half ihm, seine Herrschaft auszubauen, bis er in einem berühmten Duell von Dumbledore besiegt wurde. Fakt Nummer 4. Grindelwald errichtete das Gefängnis Nurmengard, um seine Gegner zu inhaftieren. Nach seiner Niederlage durch Dumbledore wurde er selbst in diesem Gefängnis eingesperrt, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Fakt Nummer 5. In den 1920er und 1930er Jahren baute Grindelwald eine Armee auf und verbreitete seine Ideologie der magischen Überlegenheit. Er führte zahlreiche Attentate und Anschläge durch, um die magische Welt zu dominieren. Fakt Nummer 6. Grindelwald wird in den fantastischen Tierwesen-Filmen zunächst von Johnny Depp und später von Mads Mikkelsen dargestellt. Diese Filme zeigen seinen Aufstieg zur Macht und seine Kämpfe gegen Newt Scamander und Albus Dumbledore. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 7. Grindelwald wurde im Jahre 1998 von Voldemort in Nurmengard getötet. Voldemort suchte nach dem Elderstab und glaubte, dass Grindelwald ihm den Aufenthaltsort des Stabs verraten könnte. Grindelwald weigerte sich jedoch, ihm diese Information zu geben, woraufhin Voldemort ihn tötete. Ja, das war's auch wieder von dem Faktenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Faktenvideo wieder. Bis dann.